Ja, vorher sollten wir aber noch mal mit Herrn Huber sprechen. Vielleicht kriegen wir da auch noch neue Informationen. Sieht so aus. Herr Huber? Ja. Gabriels Fall. Da willst du wieder ein paar Infos, die er dir nicht gibt, ne? Ich möchte wissen, ob Sie Ihre Meinung geändert haben und mir sagen können, wo Gabriel ist. Es ist wirklich wichtig. Nein, tut mir leid. Ja, der Datenschutz. Danke. Bitte. Der Datenschutz schon damals groß geschrieben, ganz ohne DSGVO. Na gut, ich würde jetzt noch mal ganz vorsichtig versuchen, in die Kirche zu gehen, weil ich weiß, dass wir da hin müssen. Hoffentlich klappt's diesmal. Ja. Da schaut. Gerde ist hier. Ich frage mich, was sie vorhat. Gerda hat Wolfgang geliebt. Ja, so sieht's wohl aus. Mann, gut, ich geb's zu. Ich bin blöd. Ja, warst du. Das fordert eine Entschuldigung. Wie könnte man sich entschuldigen? Vielleicht mit Blumen. Zugegeben, das ist etwas weit hergeholt, vor allen Dingen, weil man denn jetzt hier durch Geheimgänge zu den Blumen gehen muss. Das ist das, was ich mit Kapitel 4 meinte. Das wird uns jetzt noch häufiger passieren. Ich finde tatsächlich, das nehme ich jetzt vorweg, Kapitel 4 ist nicht so gut designt. Kapitel 4 ist sehr interessant, das werdet ihr gleich noch erleben, aber gut designt ist es nicht. Dafür gibt es stellenweise wunderschöne Musik, das muss man sagen. Was haben wir hier? Sie sind schön, doch in meinem Mantel werden Sie nicht lange halten. Na, da werden sie auch nicht drin bleiben. So, ich kürze den Weg wieder ein bisschen ab. Dumm, ab zur Kirche. Die Kirche, wo man manchmal nicht rauskommt. Kirche ohne Wiederkehr. So, und dann geben wir doch der guten Gerde die Blumen. Das ist schöner, finden Sie nicht? Tut mir so leid. Ich war ein Idiot. Gabriel und ich, wir
Wir haben nie... Ich weiß. Es ist meine Schuld. Es ist Gabriels Schuld. Er erzählt nie etwas. Ich weiß nicht, warum er mich nicht an den Fall lassen wollte. Vielleicht wollte er nur... Versuchen Sie ja nicht, Entschuldigungen für ihn zu finden. Trotzdem. Er steckt da bis zum Hals drin. Könnten Sie mir bei etwas behilflich sein? Natürlich. Ich muss ein paar Nachforschungen über Ludwig machen. Ich möchte mir einige Schlösser ansehen. Nehmen Sie Gabriels Wagen. Im Auto ist eine Karte von Südbayern. Ludwigs Schlösser sind alle angestrichen. Danke. Viel Glück. Ja. Ich glaube, sie will nur ihre Ruhe. Das will sie wohl. Aber wir werden jetzt mit einem Schlag etwas mobiler. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Mit dem Automobil. Na, wenigstens habe ich jetzt die Autoschlüssel. So ist es. Ja, dann setzen wir uns doch mal in die schöne Karre. So, und da sind wir dann im Süden von München. Wir haben hier Rittersberg, wir haben Schloss Neuschwanstein und wir haben Herrn Chiemsee. Und wenn man hier auf die Tipps klickt, das ist ähnlich wie in München, ne? Also da wird angezeigt, wo man noch hin muss. Natürlich müssen wir noch zu allen drei Locations. Ich mach's erstmal nach Neuschwanstein. Nicht so schnell fahren, Gracie. Nicht so schnell fahren. Ein Traum. Schloss Neuschwanstein ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Kann ich jetzt schon mal vorweg sagen. Also jetzt in der Realität. Im Spiel natürlich auch. Aber wir können das jetzt hier auch virtuell besuchen. Und jetzt kommt... eine große Stärke und gleichzeitig Schwäche des Spiels. Wir müssen hier das ganze Museum durchstöbern. Und wir müssen auch wirklich alles anklicken und uns auch hier unten die gesprochene Führung anhören. Und wir dürfen nichts verpassen, weil sonst geht's in dem Kapitel nicht weiter. Also, ich werde jetzt versuchen, alles... beim ersten Besuch mitzunehmen. Ich kann aber nicht garantieren, dass das funktioniert. Das ist nämlich der berühmte Hänger in diesem Kapitel. Wenn man irgendwo irgendwas... Was ist jetzt? Achso. Wenn man irgendwo irgendwas verpasst, dann muss man das noch raussuchen und sich gegebenenfalls durch alles nochmal durchklicken. Naja, das geht ja dann zumindest schnell. Also wie gesagt, ich versuche jetzt im ersten Durchwasch alles abzugrasen. Es ist ja auch durchaus interessant, wenn man, ja, so Museen und Schlösser mag. Naja, legen wir mal los mit der gesprochenen Führung für diesen Raum. Unsere Führung beginnt in der Eingangshalle. Ludwig II. Lebte von 1845 bis 1886. Er bestieg den bayerischen Thron im Alter von 18, als sein Vater starb. Ludwigs Leidenschaft war das Schlösserbauen. Während seines Lebens errichtete er drei: Linderhof, Herren Chiemsee und Neuschwanstein. Pläne für ein viertes Schloss, Falkenstein, waren in Arbeit, als er starb. Zusätzlich zu seiner Leidenschaft für das Bauen liebte Ludwig auch die klassische germanische Heldenmythologie. Diese Vorliebe teilte er mit dem deutschen Komponisten Richard Wagner. Neuschwanstein ist ausschließlich mit Motiven aus diesen Erzählungen dekoriert, von denen die meisten Einzug in Wagners Opern hielten.
Okay. Jetzt hören wir noch mal, ob es doch noch was anderes gibt. Unsere Führung beginnt in der Eingangshalle. Ludwig der Zweite. Ludwig zusätzlich. Das ist nämlich auch das Lustige. Manchmal gibt es zwei unterschiedliche Texte. Deswegen werde ich das immer noch mal so abprüfen. Ich bitte das zu entschuldigen. So, dann schauen wir uns mal diese Gemälde an hier. Na, darf ich mal klicken? Hallo. Ah. Die Bilder scheinen eine Geschichte zu erzählen. Ich habe allerdings keine Ahnung, was für eine. Na, das wird dir jetzt mit Sicherheit gesagt. Die Gemälde in diesem Raum zeigen Motive aus dem Nibelungenlied. Genau. Erkennst du das jetzt auch? Die Bilder stammen aus dem Nibelungenlied. Ui, sie hat dazugelernt. Die Gemälde in die... Ja, okay. Die Bilder scheinen eine Geschichte zu erzählen. Ich habe allerdings keine Ahnung, was für eine. Na, ist es nicht dieselbe? Die Gemälde in diesem Raum zeigen Motive aus dem Nibelungenlied. Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Die Bilder... Ja, ist gut. Das sind zwei schöne Bilder. Und die gibt's natürlich selbstverständlich tatsächlich in Neuschwanstein. Ne? Das sind hier, das ist hier akkurat nachgebaut. Ich frage mich, wohin diese Tür führt. Die verschlossene Tür führt zu dem Turm, der nicht Teil der Führung ist. Der König war auf dem Weg zu genau dieser Tür, als er 1886 verhaftet wurde. Mhm. Die verschlossene... Ja. Warum wollte Ludwig in den Turm in der Nacht, als er verhaftet wurde? Das ist die Frage, die wir jetzt nicht lösen können. Wir gehen dann mal weiter in den nächsten Raum. Sie befinden sich nun im Schlafgemach des Königs. Das Motiv dieses Raumes ist Tristan und Isolde. Die tragische Liebesgeschichte, die in Wagners Oper erzählt wird. Die Uraufführung der Oper war 1865 in München und ein 20-jähriger Ludwig saß im Publikum. Das ist vermutlich das schönste und teuerste Schlafzimmer, das jemals eingerichtet wurde. 14 Holzschnitzer benötigten 4,5 Jahre, um diesen Raum fertigzustellen. Diese Art ausgefallener Geschmack ruinierte den König. In den Jahren vor seinem Tod wurde es für ihn immer schwieriger, überhaupt noch Quellen für das benötigte Geld zu finden. Ja, billig war das sicherlich nicht. Was ist jetzt schon? Ach, jetzt geht die Dame schon wieder weg. Eieieiei. Und der Herr kommt. Sehr schön. Mir aber schlichtweg gerade egal. Ich wollte jetzt nur mal gucken, ob es noch was mehr zu reden gibt. Sie befinden sich, das ist diese... Okay, dann schauen wir uns hier mal genauer um. Mhm. Hatten die 1886 schon fließendes Wasser? Na, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Hatten die... Nein. Vielleicht dachte Ludwig, all dieser Luxus könnte ihm beim Schlafen helfen. Vielleicht. So ein schönes Himmelbett. Aber ist es wirklich bequem? Naja. Das geschnitzte Bett ähnelt mit seinem Baldachin einem gotischen Gebäude mitsamt den Türmchen. Die Bettwäsche wurde von den vielen bayerischen Näherinnen von Hand angefertigt. Jetzt frage ich mich, ob das noch die Originalbettwäsche von damals ist oder ob das nachgenäht wurde. Die Waschgelegenheit funktionierte mit Wasser, das aus einem Gewässer oberhalb des Schlosses kam. Tatsächlich fließend Wasser? Das geschnitzte Bett... Ja, das hatten wir schon. Ludwig hatte offensichtlich ein Herz für Schwäne. Ja, hier ist ein Schwan. Ja, ihr merkt das schon. Immer mal wieder wird was anderes gesagt. Und ich bin hier etwas bange, dass man tatsächlich was verpasst. Kann man die eigentlich auch anreden? Ich glaube, die Wachen haben lieber ihre Ruhe, während sie Dienst schieben. Ja, das mag sein. Hier oben sind auch wieder ein paar Gemälde. Kann man nicht anklicken, aber da gibt es bestimmt was zu hören. Eine Szene aus der Oper Tristan und Isolde. Hm? Wahrscheinlich auch das. Eine Szene aus der Oper Tristan und Isolde, ja, okay. Dann gehen wir jetzt mal hier hinein. Oh, das ist eine schöne Kapelle. Das ist Ludwigs Privatkapelle. Der König war ein frommer Katholik wie alle Herrscher der Wittelsbacher. Sie unterstützten die Kirche in Rom, selbst zu einer Zeit, als andere europäische Länder protestantisch regiert wurden. Mhm. Das ist Ludwig. Ja, hatten wir ja schon. Gucken wir mal Details an. Ui. Ein König und Heiliger? Ich frage mich, ob Ludwig sich selbst so gesehen hat. Oder wollte er vielleicht nur so sein?
naja. Aber das ist doch nicht Ludwig, das sieht doch nicht... Hubala, Entschuldigung. Das sieht doch nicht wie Ludwig aus, oder? Das Gemälde über dem Altar zeigt St. Louis umgeben von den Seraphinen. Eine interessante Anmerkung. Für die Dauer von etwa einem Jahr waren die Bilder von Louis in allen drei Schlössern mit schwarzem Stoff verhangen. Auf den unergründlichen Befehl des Königs. Mhm. Sehr interessant. Warum sollte man Engel mit Stoff verhängen? Seltsam. Das Gemälde über dem Altar. Ja, das hatten wir schon. Okay, sonst gibt's hier nichts, oder? Nee. Okay. Was ist das? Die schwarze Madonna von Altötting. Ich frage mich, was an der Story dran ist. Auch schön ausgearbeitet hier, ne? Ein Schmuckstück. Und noch weitere schöne Buntglasfenster. Das Glasfenster zeigt St. Louis beim Empfang des letzten Sakraments. Ja. Das Glasfenster. Ja, okay. Also jeder Raum hat eine gewisse Thematik. Ne? Hier ist St. Louis. Hier war ja Tristan und Isolde. Und im nächsten Raum, was haben wir denn da? Ist das das Esszimmer oder was ist das hier? Das ist das Wohnzimmer des Königs. Ja? Die Wände sind mit Szenen aus Lohengrin verziert. Der König sah diese Wagner-Oper zum ersten Mal im Alter von 16 Jahren. Sie beeindruckte ihn derart, dass er sie in Zukunft als eine Art Erleuchtung ansah. Die Tragödie Lohengrins war seine furchtbare Einsamkeit. Sie war auch Ludwigs Schicksal. Ludwig zog sich immer mehr in seine Fantasiewelt der klassischen Helden und der absoluten Monarchie zurück. Einem Ideal, das er unter allen Umständen in seinen Schlössern erreichen wollte, wenn schon nicht im wirklichen Leben. Er wollte nur mit seinen Träumen alleine sein. So sehr, dass sogar seine Diener Abstand zu ihm einhalten mussten. Es war ihnen auch verboten, den König anzublicken. Was hätten die nicht sehen sollen? Das ist eine berechtigte Frage. Jetzt geht die Dame wieder raus und lässt uns hier tatsächlich allein, okay? Das ist das Wohnzimmer. Ludwig. Was hätten die? Ja, das hatten wir schon. Schönes Gemälde, schauen wir uns auch wieder an. Das Wunder des Grals. Ei, schön, hier ist der Gral. Ein Traum. Ist ja fast wie bei Indiana Jones. Das Tischtuch sieht ziemlich teuer aus und ziemlich alt. Trifft wahrscheinlich beides zu. Das Tisch. Ja, hatten wir schon. Sonst scheint es hier nichts zu geben. Früher gab es ja noch nicht diese Hotspot-Anzeigen in den Adventures, ne? Deswegen müssen wir hier so ein bisschen auf Pixelsuche gehen. Das Schwanenmotiv kann im ganzen Schloss gefunden werden, ist jedoch in diesem Raum besonders auffällig. Der Schwan und die Lilie verband Ludwig mit sich selbst. Diese repräsentierten seine Ideale von Reinheit und Würde. Das Gemälde hinter dem Schwan zeigt die Ankunft Lohengrins. Mhm. Das Schwanenmotiv, das... Ja, hatten wir schon. Kann man dann hier was anklicken? Ja, den Schwan. Nicht das Lohengrin-Gemälde. Noch mehr Schwäne. Noch mehr Ja, wir befinden uns ja auch im Schloss Neuschwanstein. Wer hätte das gedacht? Oh, was ist das denn hier? Das ist eine Reproduktion der Grotte aus der Tannhäuser-Sage. An Orten wie diesen konnte Ludwig vorgeben, einer der geliebten, vergötterten Helden zu sein. Wie uns die Grotte ja schon zeigt, waren die Schlösser ausschließlich Spielplätze, die Ludwig besaß. Er dachte, die Massen hätten einfach kein Gefühl für die feinen Künste. Er hatte fast niemals Gäste. Tatsächlich gab er einen Befehl, dass die Schlösser im Todesfall zu zerstören seien. Glücklicherweise war die zuständige Behörde so sehr verschuldet, dass die Schlösser zur Besichtigung freistanden, wenige Wochen nach Ludwigs Tod. Es ist einer der großen Ironien in Ludwigs Geschichte, dass die Schlösser, deren Errichtung ihm endgültig das Prädikat wahnsinnig gaben, heute für die schönsten gehalten werden. Ihre Erbauung hat sich schon mehr als bezahlt gemacht. Ja, das ist Ironie des Schicksals. Also sie sind ja wirklich sehr schön, aber sowas zu bauen, um darin zu leben, ist natürlich wirklich wahnsinnig. Ich kann mir Ludwig hier richtig vorstellen. Ich frage mich, was er in diesem Traum wirklich geträumt hat. Tja,
Ich kann mir Ludwig... Ja, das wissen wir nicht. Das ist eine Reproduktion, die tatsächlich... Ja, ist gut. Aber wie verrückt muss man auch sein, um eine Grotte nachzubauen, ne? Eine Grotte. Wo sind wir hier? Das ist das Studierzimmer. Ludwig verbrachte einen großen Teil seiner Zeit am Schreibtisch. Er schrieb Briefe, entwarf Pläne für zahlreiche Bauprojekte und studierte die Schriften seiner Lieblingsautoren. Zu seinen Vorlieben gehörten Poesie, Geschichte und Klassiker. In seinen späteren Jahren beschäftigte er sich mit dem Okkulten. Die Staatsgeschäfte, denen er manchmal widerstrebend Aufmerksamkeit widmete, erledigte er auch an diesem Schreibtisch. Sein Widerstreben, sich mit anderen Staatsoberhäuptern zu treffen und königliche Pflichten wahrzunehmen, war eine der Anklagen, die 1886 gegen ihn vorgebracht wurden. Ludwig träumte vom wahren Königstum, der wahren Monarchie. Die geringe Macht, die ihm blieb, als Bayern seine Souveränität an Preußen verlor, verstärkten nur Frustration und Verachtung. Huch, wer kommt denn da wieder von der Ecke rein? Mein Gott, die sind aber hier sehr beweglich. Das ist das Studium. Ja gut, das hatten wir schon. Die Bilder, was sind das für Bilder? Die Malereien im Studierzimmer zeigen Szenen aus Tannhäuser und der Geschichte der Wartburg. Sehr schön. Ich vermute... Die Malereien im... Ja, dasselbe. Und hier wird es auch dasselbe sein. Ich klicke trotzdem mal. Die Malereien... Ja. Das hier ist aber auch eine sehr schöne... Ich glaube nicht, dass da noch was übrig geblieben ist. Außerdem würden mich die Wachen umbringen, wenn ich hier etwas berühren würde. Nein, du sollst es dir... Warum soll... Du sollst es dir nur anschauen. Auch ein wunderschöner Tisch hier. Ich frage mich, warum er sich vor seinem Tod noch mit dem Okkulten beschäftigt hat. Ja, das war auffällig. Das war auffällig. Wie kommt ein König dafür, sich für das Okkulte zu beschäftigen, ja? Wir ahnen ja schon, warum. Ich frage mich... Ja, ist gut. Tut mir leid, dass hier immer so viel doppelt ist, was ich dann abbreche, aber ich will echt auf Nummer sicher gehen. Boah, wunderbar. Schaut euch diese Halle an. Das ist der letzte Raum unserer Führung, die Sängerhalle. Sie wurde der Sängerhalle auf der Wartburg nachempfunden, wo im 13. Jahrhundert die sogenannten Sängerkriege stattfanden. Die Halle wurde für kleine Konzerte in privatem Rahmen erbaut. Zu Ludwigs Zeiten fand jedoch nie ein Konzert statt. Es heißt, dass Wagner in den letzten Jahren seines Lebens häufig nach Neuschwanstein kam und in diesem Raum allein für den König spielte. Die Originalbilder stammten aus der Parzival-Sage, wurden jedoch im Jahre 1882 auf Geheiß des Königs ersetzt, der selbst Beschreibungen der neuen Gemälde lieferte. Während alle anderen Räume des Schlosses Szenen aus Wagner-Opern zeigen, stammen diese Bilder aus keinem identifizierbaren Werk. Sie liefern einen weiteren Beitrag zu dem Mysterium, das man mit dem Leben des Märchenkönigs verbindet. Das ist ja in der Tat seltsam, ne? Jeder Raum behandelt eine Oper und genau dieser nicht, weil die Bilder übermalt wurden. Das ist der letzte Raum. Die ja, das hast du uns schon gesagt. Was sind das für schöne Kronleuchter? Hm? Die kann man anklicken, aber nichts passiert. Okay. Warum sollte Ludwig Wolfsbilder in seinem Schloss aufhängen lassen? Ein Wolf auf dem Bild. Übrigens, Fun Fact. Dieses, also wie alles, gibt's diese Halle natürlich auch wirklich im Schloss Neuschwanstein mit den Bildern, aber der Wolf nicht. Ich war schon selbst da. Hier ist der Wald zu sehen, der Wolf nicht. Warum sollte Ludwig Wolfsbilder in seinem Schloss aufhängen lassen? Da setzt dann die Fiktion ein, weil es halt passt. Ne? Okay, was gibt's noch zu gucken? Engelhard und der Schmied. Mhm. Engelhard umwirbt Hildegunde. Die Jäger verfolgen Engelhard und Hildegunde. Okay, also es wird schon eine Geschichte erzählt. Hildegundes Gefangennahme. Das Hochzeitsfest von Hildegunde und dem Baron. Der Tod von Engelhard. Der Arme. Ja, so richtig zu verstehen ist es nicht. Ich kenne die Geschichte nicht.
von Hildegunde und Engelhard etc. pp. Vielleicht werden wir da später noch klüger. Upsala, jetzt sind wir auf der anderen Seite des Raumes. Das ist der letzte Raum unserer... Ja, das sagtest du schon. Ja, ist ja gut. Wobei ich nicht weiß... Kann man auch nicht viel machen. Da geht's wahrscheinlich raus. Wo geht's dahin? Okay, da geht's zurück. Oh, schöne Aussicht, obwohl es sehr bewölkt ist, ne? Das Schloss, in dem Ludwig aufgewachsen ist, Hohenschwangau, ist von der Sängerhalle aus zu sehen. Da ist das Schloss. Das Schloss in... Nette Aussicht auf die Alpen. Ja, in der Tat. Liegt da ein bisschen Schnee? Sagen wir mal so, das Wetter ist schlecht und die Grafik bei Witcher 3 besser, aber ich glaube, es ist zu erahnen, wie es da aussieht. Okay, dann sind wir durch mit Neuschwanstein und können uns wieder ins Auto setzen und dann klicke ich mal auf Tipp und ihr seht schon, es blinkt nicht. Das heißt, wir haben tatsächlich in Schloss Neuschwanstein alles gesehen, was man so sehen kann. Dann fahren wir zum nächsten Museum. Herrn Chiemsee, das Ludwig-Museum. Ja, und hier steht uns jetzt im Prinzip dasselbe bevor. Eine Nacht im Museum. Ja, keine Nacht. Ein Tag im Museum.